Festival ist dem Komponisten, Dirigenten und Musiker Franz Corti gewidmet. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland, aber eben auch in Rapperswil gelebt und hat ganz wunderbare Stücke hinterlassen, Opern, ganz viele Lieder. Und Franz Corti hat aber auch ganz musikalische Nachfahren. In erster Linie die Genfer Linie der Familie Corti, allen voran Jean-Marie Corti. Er ist selbst auch Dirigent und Komponist und Musiker, seine Kinder ebenfalls. Und auf seine Initiative wurden jetzt so die Werke von Franz Corti wieder neu aufgearbeitet. Jetzt, da das Werk so ein bisschen vollendet ist, wollten wir schon vor 3 Jahren dann das Franz Corti Festival in Rapperswil, eben einem der Hauptwohnorte von Franz Corti, veranstalten. Ja, wir wissen alle, warum es damals nicht möglich war im März 2020. Deswegen jetzt etwas verspätet, dürfen wir es endlich durchführen und wir freuen uns natürlich riesig. Der Bub mit dem Gigerkasten in dieser fiktiven Szene, das ist der Franz Corti. Der Bub kommt uns als erstes entgegen, wenn man gerade in Rapperswil noch einen Franz Corti sucht. Nicht der erwachsene, international erfolgreiche Opernkomponist, den Sie an diesem Wochenende auch noch kennenlernen können. Weil der Franz Corti kommt zwar aus der berühmten Rapperswiler Corti-Familie, aber er hat den grössten Teil von seinem Leben in Deutschland. David Schwab arbeitet ja bei SRF 2. Er ist Musikhistoriker und auch Radiomoderator und Journalist. Und hat sich so auch auf die Wiederentdeckung Schweizer Komponisten spezialisiert. Und er ist auch vor ein paar Jahren auf das Werk von Franz Corti gestoßen und gemeinsam mit Basil Vollenweider, ein ortsansässiger Rapperswiler Historiker, der sich auch auf die Musikgeschichte spezialisiert hat, haben sie sich der Forschung auch von Franz Cortis Werk verschrieben. Sibyl Diethelm-Vollenweider, sie ist Sopranistin, eine exzellente Sopranistin, und gemeinsam mit Fabienne Roma, der Pianistin, gestalten sie ganz oft auch so Komponistenliederabende und sind sehr oft auch als Vierergespann unterwegs. Heute Abend hatten wir noch Clemens Kölbl dabei. Das ist ein Sänger aus Österreich, der ebenfalls auch häufig mit ihnen auf der Bühne steht. Und als ganz spezielle Gäste hatten wir heute noch den Männerchor Alpsteh-Brülisau dabei. Und die haben 4 Lieder von Franz Corti, die er für Männerchöre geschrieben hat, vorgesungen. Darum will ich den Schönen.